Hey Leute, Kurotoki wieder am Start. Also, wir haben in Dragon Ball Legends wieder mal ein Update gehabt. Hier kommt das Update-Video. Und ja, ich denke mal, viele von euch werden genauso überrascht gewesen sein wie ich. Weil es bei Dragon Ball Legends jetzt eigentlich schon immer so war. Und auf einmal haben sie sich entschieden, das zu ändern. Aber mehr Informationen dazu kommen auf jeden Fall auch noch. Ihr habt sicher gesehen, in Dragon Ball Legends haben wir zweimal einen neuen Login-Bonus bekommen. Und den schauen wir uns als erstes an. Das hier ist der erste Login-Bonus. Man kann sehen, wir bekommen die ganze Zeit solche Coins. Die könnt ihr dann im Shop dann eintauschen. Zu dem Shop kommen wir natürlich auch erst später. Und es sieht danach aus, als würden wir hier nochmal Part 2 auch nochmal dazu bekommen. Also das hier ist sozusagen erst Part 1. Das hier ist der zweite Login-Bonus. Der geht ganze 3 Wochen, also ist in 3 Parts aufgeteilt. Hier geht es einfach nur darum, dass man ein paar Skip-Tickets bekommt, ein bisschen Energie dazu bekommt und diese speziellen Sparking-Tickets bekommt. Ihr könnt schon mal sehen, wir bekommen hier insgesamt 7 Sparking-Tickets und den kann man dann bei dem Sparking-Banner eben ausgeben. Ich kann euch jetzt schon mal so sagen, der Banner dazu ist jetzt nicht etwas sehr Besonderes, aber Free Tickets und Free Summons nehmen wir immer an. Also, wir legen natürlich jetzt los mit dem Event und ich kann euch hier jetzt schon mal direkt sagen, skippt alles und geht direkt auf die ganz linke Seite. Weil hier auf der linken Seite könnt ihr schon mal sehen, Champions Bonus Event hat schon mal begonnen. Das Ganze geht 20 Tage, bedeutet jeden Tag könnt ihr hier 50 CC abholen. Und zur Feier von 1000 Tage Dragon Ball Legends logischerweise bekommen wir insgesamt hier 1000 CC. Dann, was auf jeden Fall auch noch passiert ist und das hat mich eigentlich schon ziemlich überrascht, ist die Erneuerung von dem UST Rush Event. Wenn ihr hier reingeht, haben wir nur mehr 3 Stages vor uns. Vielleicht heißt es ja, dass wir zukünftig wieder mehr bekommen werden, aber Stand jetzt haben wir schon mal 3 Stages und die sehen auf jeden Fall jetzt ein bisschen schwerer aus. Also egal, wo ihr jetzt reingeht, Minimum 5000 Level haben immer die Gegner. Beim ersten Teil könnt ihr sehen, wir haben nur 3 Gegner vor uns. Beim zweiten Teil sieht es dann direkt natürlich auch ein bisschen anders aus. Da haben wir schon mal 5 Gegner vor uns. Und bei 3 haben wir jetzt natürlich auch nochmal mehr Gegner bekommen. Und die Gegner haben sogar eine höhere Sternanzahl. Bin auf jeden Fall gespannt, ob man das weiterhin mit dem Autobot auch machen kann. Weil ich habe echt keinen Bock, den UST Rush wieder aktiv spielen zu müssen. Weil damals ging ja alles mit dem Autobot, kann man schon fast sagen. Bei dem UST Rush darf man jetzt nicht vergessen, dass natürlich auch ein paar Sachen geändert wurden. Wenn wir zum Beispiel hier auf die Belohnungen gehen, könnt ihr sehen, wir bekommen nur mehr Rush-Medaillen. Und einmal diese speziellen Rush-Medaillen hier. Die Zenkai Rush Medaillen. Hat auf jeden Fall alles seine Vor- und Nachteile und ihr werdet auf jeden Fall sehen, der UST Rush Shop sieht auf jeden Fall jetzt ziemlich krass aus. Aber dazu kommen wir natürlich erst später. Das Einzige, was man noch zu den Events sagen kann, wir haben einen neuen Koop-Boss bekommen. Ist eigentlich jetzt eh nichts Neues und viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Also, bei der Story hier könnt ihr sehen, es hat sich nicht wirklich viel getan. Ich warte immer noch auf den Moment, wo Shout in den Super Saiyan Blue gehen wird. Wenn es so weitergeht, gehe ich sehr stark davon aus, dass es wirklich erst beim dritten Anniversary passieren wird. Leider. Bei PvP logischerweise gibt es jetzt auch keine Änderung, weil wir sind einfach nur mitten in der Season und da passiert normalerweise eh nie was. Dann machen wir jetzt natürlich mit den Summons weiter. Wir beginnen natürlich als erstes jetzt mit der Ticketseite, weil wir haben einen neuen UST Rush Banner bekommen. Ihr könnt sehen, der alte wird in 3 Tagen ablaufen, also falls ihr da noch Tickets übrig habt, gebt sie hier aus, aber das ist auf jeden Fall jetzt der interessantere Banner. Der alte UST Rush Banner hatte eine Chance von 5%, dass ein Sparking kommen kann. Beim neuen UST Rush Banner ist natürlich der 10. Charakter, den du bekommst, immer noch ein Sparking, aber für Charakter 1 bis 9 ist die Chance jetzt statt 5% 10%. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Chance, dass man hier einen Legends Limited Charakter bekommt, ist auf jeden Fall gestiegen, aber ja, schaut es euch an. Ist jetzt auch nicht so besonders. Ist auf 0,02. Insgesamt haben wir 4 Legends Limited Charaktere. Piccolo, Gohan, Namek, Goku und Beerus. Und beim 10. Charakter ist die Chance 0,2%, dass man hier einen Legends Limited bekommt. Also geht auf jeden Fall davon aus, dass ihr hier auch nicht sehr viele Legends Limited Charaktere pullen werdet. Weil wie man sehen kann, haben sie alle anderen Charaktere entfernt. Aus dem UST Rush könnt ihr nur mehr Zenkai Charaktere bekommen. 2 Tage später bekommen wir ein neues Sparking-Ticket für den neuen Banner, wo man ja alle 3 Tage ein Sparking-Ticket bekommt. Ich hatte ja am Anfang gesagt, da sind jetzt nicht so besondere Charaktere drin. Und hier könnt ihr euch das Ganze nochmal genauer anschauen. Sind halt, ja, sehr, sehr, sehr alte Chars dabei. Ich meine, wenn zum Beispiel die besten Chars schon mal Super Saiyan 4, Full Power Goku, Omega Shenron, dann einmal Zamasu, einmal Trunks sind, dann weißt du auf jeden Fall, dieser Banner ist jetzt nicht unbedingt was Besonderes. Dieser Banner ist so oder so, wie gesagt, einfach ein Banner, wo du deine Free Tickets bekommst und dann daraus pullst. Das war's. Also beschweren kann man sich nicht, ist eh free, aber vielleicht fehlt dir der eine oder andere Charakter und du bekommst ihn, aber sonst keine Meta-Chars oder so. Da erwartet jetzt auf jeden Fall nicht viel. Dann machen wir jetzt natürlich mit Zenkais weiter und hier ist der neue Zenkai-Charakter, Metallcooler. Die Lineage of Evil-Spieler, also die böse Abstammungsspieler, werden auf jeden Fall sehr viel Spaß haben, weil Leute, ihr habt jetzt auf jeden Fall für euren Tag 1 Zenkai, 2 Zenkais und 3 Zenkais sogar am Start. Der Final vom Cooler ist auf einmal auch dazu gekommen, war ein bisschen unerwartet, aber ja, falls ihr Lineage of Evil spielt, hier habt ihr ein komplettes Team, nur mit Zenkais, easy game. Auf der linken Seite hier gibt es natürlich auch wieder ein paar neue Banner. Wir fangen mal auf der linken Seite an mit dem Limited Master Pack Z Banner. Und kein Witz, Leute, das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich krasser Banner. Aber man sollte auf jeden Fall trotzdem nicht pullen. Weil hier kriegt man pro Multisummon jedes Mal einen Sparking garantiert, okay? Und die Chance, hier einen Legends Limited Charakter zu bekommen, ist schon mal auf 2%. Sogar in manchen Step-Up-Bannern ist die Chance gering, einen Legends Limited zu pullen. Also hier könnt ihr auf jeden Fall einmal den Namek-Goku bekommen, Piccolo bekommen, Beerus bekommen oder den Gohan bekommen. Alles eigentlich ziemlich starke Zenkais, aber ihr solltet trotzdem nicht euer CC hier ausgeben. Dieser Banner hier bleibt so
sogar bis zum April noch da. Also Daily Summons solltet ihr bei diesem Banner auf jeden Fall machen, weil der bleibt sogar länger als einen Monat da. Aber Multisummons solltet ihr verzichten. Es kommen wieder echt viele neue Banner raus, wo die Leute einfach nur wollen, dass du hier pullst. Und ich habe das Gefühl, das wollen sie einfach nur deshalb, weil bald etwas Großes kommt. Dann haben wir unser Super Master Pack Z Banner. Dazu sage ich eh nichts, kompletter Skip. Und wir haben unseren GT Pickup Banner. Kompletter Skip, muss ich auch nicht viel dazu sagen. Und dann wäre es das für heute eigentlich schon mit den Summons gewesen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum für heute, zwei neue Charaktere werden kommen. Und die kommen aber erst am Sonntag. Frag mich jetzt nicht, warum am Sonntag. Ich verstehe es selber auch nicht. Ich dachte echt, heute werden die neuen Charaktere kommen. Es geht einmal um den Broly und einmal den Demon King Piccolo, der sich verwandeln kann. Hier könnt ihr nochmal sehen, das Ganze ist bestätigt, es kommt wirklich am Sonntag. Und in den Banner werden sein einmal der Broly und Transforming Demon King Piccolo. Hab sogar extra gestern gesagt, es könnte echt sein, dass beide in einem einzigen Banner kommen werden, weil ja beide den Tag mächtiger Feind haben und das würde dann echt gut reinpassen. Und ja, wie es aussieht, haben sie es wirklich gemacht. In dem Banner hier gibt es auch einen neuen Extreme Charakter und das ist der Extreme Trunks. Aber natürlich liegt der Fokus hier bei Demon King Piccolo und einmal beim neuen Broly. Ich für meinen Teil werde diesen Banner auf jeden Fall komplett skippen, weil, naja, ich spiele keinen mächtigen Feind, ich spiele kein Saiyajin oder Super Saiyajin Team und ich spiele auch kein Regenerationsteam. Also, denke ich mir, könnt ihr euch eh schon vorstellen, für mich wäre es komplett sinnlos hier zu pullen. Aber ja Leute, das wäre es jetzt auf jeden Fall mit den Summons gewesen, schauen wir uns jetzt mal die Missionen an. Bei den Missionen hier gehen wir natürlich direkt auf die Event-Seite, weil bei der Daily-Seite haben wir nichts Neues dazu bekommen. Aber natürlich bei der Event-Seite sieht es jetzt natürlich komplett anders aus. Wir fangen als erstes damit an, weil wir gehen ja immer von unten nach oben das Ganze durch. Und wir haben wieder neue Koop-Missionen bekommen, wie immer eigentlich 200 CC sind abzuholen, ein paar Radierer sind abzuholen und ein paar Titel. Danach, Leute, geht es mit den Boost-Missionen weiter. Für jede einzelne Farbe haben wir wieder Boost-Missionen bekommen. Da kannst du jedes Mal, wenn du eine Mission abschließt, einfach nur wieder Energie bekommen, Skip-Tickets bekommen, Radierer bekommen, Senkai-Seelen bekommen und normale Seelen bekommen. Ist natürlich keine Pflicht, das zu machen, weil es ist nicht unbedingt notwendig. Dann logischerweise haben wir für Metallkugel hier auch seine eigenen Missionen bekommen, weil jedes Mal, wenn ein Charakter einen Senkai-Awakening bekommt, kriegt er auch jede Mission dazu. Das gleiche natürlich bei Metallkugel. Und dann haben wir hier wieder unsere Abenteuer-Missionen. So wie immer, 200 CC kannst du abholen, 3 Single-Tickets kannst du abholen und natürlich noch Skip-Tickets, Energietickets und so weiter. Und zum Schluss kommen wir hier zu den wichtigsten Missionen, zu den 1000 Tage Dragon Ball Legends Fire Missionen. Hier könnt ihr jetzt die Medaillen bekommen und keine Sorge, die Missionen sind eigentlich eh ziemlich einfach. Also gönnt euch auf jeden Fall die Medaillen, weil wie gesagt, es gibt ein paar nice Sachen in dem Shop drinnen. Und zum Schluss, Leute, gehen wir hier auf die rechte Seite, weil hier bekommen wir etwas Besonderes, wenn ihr euch 1000 Tage in Dragon Ball Legends eingeloggt habt. Und ja, wir bekommen einmal Bulma dazu. Ihr bekommt auch einen Titel, dass ihr euch 1000 Tage in Dragon Ball Legends eingeloggt habt, aber den habe ich leider schon angenommen, aber ist auch nichts Besonderes eigentlich. Aber wenn ihr euch 1000 Tage eingeloggt habt, dann holt euch auf jeden Fall eure Bulma ab. Einen neuen Charakter nimmt man immer wieder gerne an, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Ich hoffe auf jeden Fall immer noch drauf, dass wenn diese Feier komplett losgeht, dass wir dann noch einen Charakter bekommen und der dann ein bisschen, keine Ahnung, sinnvoller ist, sagen wir es mal so. Aber ja Leute, bevor wir weitergehen, wollte ich euch nur kurz nochmal sagen, wir bekommen wieder so ein Vegeta-Event, wird auf jeden Fall wieder ein bisschen schwerer aufgebaut sein. Und ich sag's mal so, das letzte Mal, als wir so ein Vegeta-Event bekommen haben, hatten wir ja auch diese Sparking-Tickets bekommen mit einem Fragezeichen drauf. Und die wurden dann beim Step-Up-Banner aufgelöst sozusagen, also die konnte man dann dort verwenden. Und ja, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es auch da der Fall sein wird, weil ich habe euch ja gesagt, am 6. März wird es einen großen Dragon Ball Legends Stream geben und da werden höchstwahrscheinlich neue Charaktere angekündigt und bei denen ist immer ein LF dabei und es sieht eben sehr stark danach aus, als würde das wirklich passieren, weil dieses Vegeta-Event hier ist eigentlich ja schon so ein kleines Zeichen dafür. Dieses Vegeta-Event hier beginnt auch am Sonntag, also am selben Tag, wo auch der Banner kommen wird, weil ihr könnt auf jeden Fall auch sehen, dass man von diesem Vegeta-Event hier auch All-Star-Tickets bekommen kann und zwar für All-Star-Banner 5 und das ist genau der Banner, wo einmal Broly und Demon King Piccolo sein werden. Dann machen wir jetzt hier weiter mit dem Shop und beim Shop haben wir sehr interessante neue Sachen bekommen. Wir gehen das Ganze von oben nach unten natürlich durch und als erstes beginnen wir direkt mit den 1000 Tage Dragon Ball Legends Medaillen. Hier könnt ihr sehen, wir können die Sachen eintauschen, um schon mal CC zu bekommen. Insgesamt 1000 CC könnt ihr abholen. Danach kann man nochmal 2 PvP-Nachrichten auch abholen. Und einmal könnt ihr das Ganze für Seelen eintauschen. Hier habt ihr wirklich Rising-Seelen, Super-Seelen, Senkai-Seelen. Und hier kann man das Ganze nochmal für ein paar andere Sachen ausgeben. Radierer, Energie, Skip-Tickets. Und das Witzige ist, ich dachte, hier werden sie jetzt diese Adventure-Slots, also diese Abenteuer-Slots hier geben, die man auch von den Z-Medaillen bekommen kann, damit auch ein paar Neueinsteiger oder Free-to-Play-Spieler leichter drankommen. Aber wie es aussieht, ist das nicht der Fall. Sie haben einfach nur diese Abenteuer-Slots hergenommen, die man so oder so mit den seltenen Medaillen kaufen kann. Dann machen wir weiter mit unserem neuen USC-Rush-Shop und ja, schaut es euch an, Leute, wie viele Senkai-Charaktere wir uns hier holen können. Es wurde gesagt, wir fangen an mit Super Saiyan Blue Goku, mit dem grünen Broly und aus irgendeinem Grund haben sie sich doch für alle Charaktere entschieden, die man ja über die Story freischalten kann. Also einmal der Vegeta, der andere Broly, Super Saiyan Goku und so weiter. Plus einmal Goku Black und Majin Buu sind auch dabei. Das weiß ich jetzt nicht, warum sie unbedingt dabei sind. Aber die kann man auf jeden Fall auch abholen. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass genau diese zwei Senkai-Charaktere, also Goku Black und Majin Buu, diejenigen sind, die immer wieder rotiert werden. Also irgendwann verschwinden die zwei und dann kommen wieder zwei neue hinzu. Oder die bleiben permanent, was eigentlich auch ziemlich krass wäre. Und falls ihr es gemerkt habt, Beerus ist jetzt auch im Rush-Shop erhältlich. Er ist ja auch ein Legends Limited Charakter und den könnt ihr jetzt auch aus dem Rush-Shop bekommen. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, aber wie bekomme ich diese Medaillen? Ganz normal, du musst einfach den USC-Rush fertig spielen.
spielen. Jedes Mal, wenn du den letzten Boss besiegst, bekommst du 10 von diesen USC-Rush-Medaillen. Aber bei Stage 1 bekommst du 5 Medaillen. Bedeutet, wir können alle 2 Wochen 25 von diesen Medaillen hier abholen und somit sie für 2500 Zenkai-Z-Power eintauschen. Natürlich kann man jetzt nicht für einen einzigen Charakter 2500 Zenkai-Z-Power holen, aber zum Beispiel 1500 für Goku und dann 1000 für Broly. So zum Beispiel. Unsere Zenkai-Seelen bleiben auf jeden Fall noch erhalten, zum Glück, weil das ist auf jeden Fall der einzige Weg, wo man sehr, sehr schnell Zenkai-Seelen bekommen kann. Und auf der rechten Seite gibt es auch ein paar interessante Angebote, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, ihr solltet euch auf jeden Fall mehr auf die Zenkais konzentrieren, weil die lohnen sich auf jeden Fall mehr mit diesen Zenkai-Medaillen hier. Hier kann man auch natürlich direkt dazu sagen, es sieht danach aus, als würden wir wieder Super-CC-Angebote bekommen, aber die sind halt eh immer sehr, sehr teuer, also müsst ihr da jetzt nicht unbedingt die holen. Außer es gibt irgendwann endlich mal einen Weg, wo man die komplett Free-to-Play auch erfarmen kann, aber ich gehe davon aus, dass es erst viel später passieren wird. Dann machen wir jetzt mit den Equipments weiter, Leute, weil im Rush Medaillen Shop haben wir auch ein neues Equipment bekommen. Normalerweise bekommen wir jedes Mal, wenn der USC Rush sich erneuert, ein Equipment, welches ein Awakening bekommen hat. Dieses Mal ist das nicht der Fall, wir haben einfach ein neues Equipment dazu bekommen. Es ist eigentlich ganz okay, wenn man den Damage bei dem Majin Buu aufbauen will, weil das ist komplett für Majin Buu gedacht, aber es ist jetzt auch nichts Besonderes, muss man auch dazu sagen. Also Leute, da wären wir jetzt am Ende angekommen und ich gehe mal davon aus, dass ihr es auch schon gesehen habt. Im CC Shop haben wir einen Step-Up-Banner bekommen, also jedes Mal, wenn du ein bisschen was kaufst, kommt ein neuer Step dazu. Das Ganze geht 3-mal, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, das Ganze wird sicher zu teuer sein, also ja, keine Ahnung, lasst auf jeden Fall die Finger davon. Somit wäre es von meiner Seite aus gewesen, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute, und ciao!